Pah, das fällt mir leicht. Ich könnte einen populärwissenschaftlichen Vortrag halten über den deutschen Schäferhund. Ich hatte selber zwei. Der deutsche Schäferhund gibt nicht Pfötchen. Er salutiert. Er liegt nicht auf dem Sofa. Er hält es besetzt. Der deutsche Schäferhund schläft nicht. Er bewacht die Innenseite seiner Augenlider. Er geht nicht Gassi. Er rückt aus. Er pinkelt nicht, sondern er markiert seine Reichsgrenze. Der deutsche Schäferhund bellt nicht. Er macht Meldung. Er höhnt nicht nach Knochen, er hebt Stellungen aus. Der deutsche Schäferhund macht keine Haufen. Er vermint das Gelände.